Gut, Polynomdivision, ich erkläre kurz das Prinzip. Wir haben das hier schon mal geübt und dann machen wir eine Übung dazu. Und zwar nehmen wir mal an, eine Funktion heißt f von x ist x hoch 3 plus 7x² plus 7x minus 6. Und das Ganze soll durch x plus 2 geteilt werden. Dann wissen wir, Summen kürzen nur die Dummen, das können wir so nicht machen. Dazu gibt es die sogenannte Polynomdivision. Das Ziel ist, daraus einen Term ohne Bruch zu machen, damit wir dann leichter mit der Funktion umgehen können. Also Ziel ist, das anders zu gestalten. Achtung, ein Haken hat es. Wenn x hier minus 2 ist, dann gibt es ein Problem. Also wir müssen eine Lösungsmenge mit darstellen, wo x auf keinen Fall, x muss ungleich minus 2 sein. Ich schreibe es jetzt mal so, machen wir später, kommt mir jetzt im Moment nicht drauf an, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Aber jetzt mal das Verfahren der Polynomdivision im Einzelnen. Wichtig ist, ich werde das jetzt hier mal darstellen, dass ich dividiere, wie bei der ganz einfachen Division mit Rattenschwanz, sage ich mal locker dazu. Und zwar in diesem Fall aber nur erstmal durch das erste Glied der ersten Klammer. Und ich fange an mit dem ersten Glied der zweiten Klammer, mit dem ersten Glied der ersten Klammer. Und rechne demzufolge zu Anfang x hoch 3 durch x ist x². Gut. Jetzt kommt der zweite Schritt. Jetzt wird wieder zurückmultipliziert. Zurückmultipliziert heißt, ich nehme das x² mal x, dann habe ich wieder x hoch 3. Jetzt muss ich aber das Zurückmultiplizieren auch mit dem zweiten Glied der Klammer machen. Also muss ich sagen, x² mal 2 ist plus 2x². Und jetzt kommt eine kleine Klippe. Ich mache die extra mal rot. Einklammern bitte, was ich hier durch Zurückmultiplizieren erreicht habe. Strich drunter und ein Minus vor die Klammer. Minus vor die Klammer bedeutet, dass ich auch dieses Vorzeichen umdrehen muss dann. Und jetzt ziehe ich aber ganz normal ab und sage, x hoch 3 minus x hoch 3 ist 0. Die 0 kann man sich dann später sparen. Jetzt sage ich 7x² minus plus, heißt minus 2x² ist bloß noch 5x². Jetzt könnte ich hier weiter dividieren, aber wir machen es mal gleich, wir holen uns gleich den nächsten Teilterm hier runter, also plus 7x schreibe ich gleich daneben. Je mehr man auf einen Schlag erledigt, umso leichter und schneller geht diese ganze Polynomdivision. Und jetzt geht's weiter. Ich sage also, jetzt mache ich es mal in dieser Farbe. Achtung, jetzt kommt dieses Stück dran und ich teile das wieder durch, nur durch x. Heißt, 5x² durch x plus 5x² durch plus x, also plus bleibt auf jeden Fall, ist bloß noch 5x. Jetzt kommt die Kontrollmultiplikation sozusagen, also wir müssen wieder zurückmultiplizieren. 5x mal x, ja, ist 5x², das passt. Und jetzt 5x mal 2 ist 10x, also plus 10x. Es gibt Verfechter, die sagen, die machen das nicht mit der Klammer, aber da kommt man ganz schnell mal ins Schwierigkeiten, wenn man das nicht mit der Klammer rechnet. Und deswegen mache ich es lieber mit der Klammer, weil wenn man ein Vorzeichen verwechselt, geht das ganze Ding nicht auf und man staunt. Die blauen unterlegten 5x² minus 5x² ist 0 und 7x² minus 10x² ist minus, 7x minus 10x. Ne? Minus steht da vor der Klammer, dadurch wird hier ein Minus, wenn ich die Klammer auflöse, ist bloß noch, was haben wir gesagt, minus 3x. Jetzt habe ich das alles erledigt, jetzt kommt die minus 6 noch dazu, die schreibe ich mal dahinter. So, habe ich mir auch runtergezogen, so wie ich dieses 7x runtergezogen habe und rechne wieder wie folgt. Jetzt nehme ich noch eine andere Farbe zum Unterlegen, jetzt wird... Jetzt geht es um dieses minus 3x, Achtung, immer mit Vorzeichen, das dividiere ich jetzt wieder durch x. Also heißt der ganze Salat, minus 3x durch x ist minus 3. Minus 3 mal x ist minus 3x, gut. Minus 3 mal plus 2 ist minus 6. Ich mache wieder meinen Strich drunter, aber Achtung, was darf ich nicht vergessen, meine Klammer. Und schreibe das Minus davor. Und jetzt müsste auch klar werden, dass sich das trotzdem aufhebt. Denn Minus minus 3x ist plus 3x. Gegenüber den unterlegten minus 3x ist das wieder 0. Minus minus 6 ist plus 6 und die minus 6 dagegen gehalten ist auch 0. Also 0 plus 0, hier bleibt nichts mehr übrig. Ich bin fertig, ich habe keinen Rest. Und demzufolge habe ich diese Aufgabe auf diese Art gelöst. Das ist mein Ergebnis. Fertig, mehr geht nicht. Und
x² plus 5x minus 3 ist eine schicke quadratische Funktion, allerdings mit der kleinen Einschränkung, da wird es eine Lücke geben, aber darauf kommt es jetzt nicht an. Ich hoffe, ich konnte das Prinzip erklären und wir machen gleich eine Übung. Kurze Pause für Fragen. Nochmal, die Klammern, die setzt man deswegen, damit man, das machen die meisten, auch wirklich ganz sauber minus minus. Und vor allem hier in dem zweiten Teil machen die meisten den Fehler und vergessen, hier auch ein Plus draus zu machen. Deswegen finde ich es mit den Klammern schöner. Wie bin ich auf sowas gekommen? Ich habe ganz einfach mir die Aufgabe selbst gestellt und das kann man machen, indem ich gesagt habe, diesen Term hier, das war ursprünglich mein Term, wo ich gesagt, x² plus 5x minus 3 habe ich mit, in Klammern, Gesundheit x plus 2 multipliziert und bin dann auf diesen gekommen. So war der Hergang. So kann man sich also selber Aufgaben basteln. So, jetzt machen wir mal eine Art Probe, beziehungsweise wir nehmen mal etwas, einen etwas größeren Term und teilen durch diesen hier hinten, wieder diesen von hier eben, durch das Ergebnis. Dann müssten wir auf x plus 2 kommen und das heißt zu Hause Pause drücken, selber rechnen macht schlau. Ich lasse das ganze Beispiel mal so stehen, damit man das hier nochmal verfolgen kann und wir sehen uns dann beim Ergebnis wieder. Also nochmal die Regel, wie man es macht. Durch das erste Glied des Divisors, das ist der gesamte Divisor hier hinten, teilen. Dann Ergebnis hinschreiben, ein Zwischenergebnis, zum Beispiel das x oder die 2, das sind Zwischenergebnisse. So, und dann dieses Zwischenergebnis, zum Beispiel das x, mit dem kompletten Divisor wieder multiplizieren. Also x mal x² hinschreiben, x mal 5x und x mal minus 3. Und immer entsprechend drunter schreiben, dann Klammer um den ganzen Kram setzen, Strich drunter und fertig. Da haben wir es. Und so geht das immer wieder durch. Also immer erst das erste Glied des Divisors nehmen und dadurch teilen. Mit dem Zwischenergebnis aber rückwärts komplett multiplizieren. Nochmal schnell zu der normalen Division. Nehmen wir an, 1230 durch 5. Da haben wir ja gesagt, 12 durch 5 ist ja nur 2. 2 mal 5 ist 10. Wir haben es abgezogen. Jetzt brauche ich keine Klammer. Dann habe ich das, was übrig geblieben ist, hingeschrieben, habe mir die nächste Zahl geholt. Jetzt habe ich 23 und sage, 23 durch 5 ist 4. So, 4 mal 5 ist 20, habe also nicht mehr, hier ist nichts weiter zu multiplizieren, der Divisor ist nur das und so geht das dann immer weiter und so fort. Aber hier muss ich dann beim Zurück multiplizieren, um dann zum Beispiel hier 4 mal 5, 20 zu erhalten, muss ich hier mit dem kompletten Divisor multiplizieren. So, das bis dahin, das Ergebnis war x plus 2, das hat geklappt, kann man dann nochmal vergleichen, Pausetaste drücken zum Vergleichen. Ich lasse es noch ein paar Sekunden stehen und jetzt kommen wir schon zur nächsten Aufgabe. Hier ist die nächste Aufgabe, hier unten einfach mal lösen. Wir sehen uns hinterher wieder. Die Aufgabe ist ja nicht weiter ungewöhnlich, nur ist man hier scheinbar fertig. Aber jetzt sind noch Teilterme zu schnappen und jetzt hatte ich gesagt, dann holt man sich die 3x² hier runter und rechnet schon und sagt, ich komme auf 3x, wenn ich das durch x teile. Wenn ich jetzt aber zurück multipliziere, merke ich, dass ich mir auch hätte minus 6x hier herziehen können. Also kann ich das jetzt getrost machen, denn jetzt bin ich soweit und kann sagen, wenn ich das jetzt davon abziehe, jetzt sieht man, ich ziehe von diesem Term genau diesen Term ab, bleibt auch hier 0 und ich bin damit fertig. Jetzt muss ich mal gucken, wie war mein Ausgangsterm? Ja, ganz genau, so war er. Gut, dann ist das das Ergebnis. Wir lassen es jetzt mal gut sein, jetzt könnte man diesen ersten nochmal durch den teilen und käme dann wieder auf x minus 2 oder man bastelt sich noch andere Aufgaben. Da gibt es noch eine Frage. Gut, haben wir geklärt. Wenn man sich hier verhauen hat mit den Vorzeichen, dann wird es spannend, dann kommt hier hinten irgendein Rest raus. Ich mache das Video an der Stelle mal dicht. Tschüss.